Herzlich willkommen zur 6. Ausgabe von Play.exe, dem Videospielmagazin aus Magdeburg. Und das ist unsere letzte Ausgabe dieses Jahr leider. Und deswegen bin ich allein gelassen worden von allen anderen Moderatoren auf unseren zwei riesigen weißen Couches. Trotzdem werde ich aber nicht alleine bleiben, hoffe ich. Wir spielen nämlich eine Runde Jackbox Party Pack auf der Switch später. Außerdem haben wir sonst auch noch eine vollgepackte Sendung. Wir haben zum Beispiel einen Jahresausblick auf die Videospiele von 2018 vorbereitet und einen Jahresrückblick auf eventuell nicht so tolle Entwicklungen in der Videospielbranche von 2017 vorbereitet. Wir fangen aber jetzt erstmal an mit einem Spiel, was auch sehr kontrovers diskutiert wurde dieses Jahr, und zwar Star Wars Battlefront 2. Und wir werden mal gucken, ob außerhalb der Mikrotransaktionen unser Redakteur Tobi noch auf Gameplay-Ebene ein paar Kritikpunkte oder eben auch positive Sachen entdecken konnte. Wohl kaum ein Publisher steht gerade zum Jahresende so sehr in der Kritik wie Electronic Arts. FIFA 18 bringt innerhalb weniger Wochen neue Updates und wird teilweise von Profis boykottiert. Und auch der neueste Ableger der Star Wars-Reihe erntet wegen Mikrotransaktionen viel Kritik von den Fans. In meinem Test werde ich mich auf den Part konzentrieren, der im letzten Teil einfach gefehlt hat: die Kampagne. Komplett in Star Wars-Hype versunken, habe ich das Spiel gestartet, in Hoffnung, die Vorfreude auf Episode 8 noch weiter steigern zu können. Das Spiel beginnt mit den schönsten Worten, mit dem ein Spiel starten kann. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis. Los geht es mit einer wunderschönen Cutscene, in der wir die Ausgangssituation und die Protagonistin des Spiels kennenlernen. Wir spielen Aiden Vergio, Commander des Inferno-Trupps des Imperiums, und befinden uns in Gefangenschaft auf einem Kreuzer der Rebellen. Unsere Aufgabe wird schnell klar: wir müssen entkommen. Dafür haben wir einen kleinen Druiden an unserer Seite, der für uns verschiedene Terminals hacken und Feinde mit Elektroschocks außer Gefecht setzen kann. Wir spielen also einen Mix aus Aiden und dem kleinen Druiden, was das Spiel erstmal ganz abwechslungsreich gestaltet und Lust auf mehr macht. Mit dem Schriftzug Star Wars Battlefront 2 geht es dann auch richtig los. Wir befinden uns auf Endor, dem Planeten, auf dem in Episode 6 die erste Trilogie endete. Wir kämpfen als Aiden gegen diverse Wellen von Rebellen und müssen schlussendlich miterleben, wie der Todesstern doch hochgeht. Genau dort lässt sich die Story des Spiels auch einordnen. Zwischen dem Sieg der Rebellen in Episode 6 und dem Start von Episode 7. Um Spoiler zu vermeiden, sage ich nur noch Folgendes zur Story: Es gibt Lichtschwert-Action, die aber verwirrend knapp gehalten wurde, viele bekannte Gesichter und einen durchaus spannenden Höhepunkt. Klingt ja bisher echt gut. Leider stört mich an der Kampagne jedoch im Laufe des Spiels das Gameplay wirklich sehr. Während das Spiel zu Beginn noch recht abwechslungsreich war, ändert sich das schnell, sobald man alle Varianten der Schlachten entdeckt hat. Soll heißen, nach den ersten Luftkämpfen besteht das Spiel die meiste Zeit nur daraus, dass wir irgendwen oder irgendwas beschützen müssen und dafür gegen verschiedene Gegnerwellen kämpfen müssen. Und diese Wellen können sich ganz schön ziehen. Und damit meine ich, dass man schon mal 15 Minuten im Weltall gegen irgendwelche Feinde kämpft, die konstant um einen herumschwirren und einfach nur nerven. Auch am Boden sieht es ähnlich aus. Immer wieder müssen wir nur stumpf gegen Wellen von Gegnern kämpfen. Zwischendurch mal kurz von A nach B rennen und dann wieder Wellen abschlachten. Da frage ich mich doch, wozu es überhaupt einen Arcade-Modus gibt, in dem genau das gleiche passiert. Allgemein muss man sagen, das Spiel startet eigentlich sehr schön und spannend. Das Gameplay selbst ist mit den Cutscenes in einer wunderbaren Symbiose, aber das ganze sinnlose Geballer hat mir ein wenig Spaß am Spiel genommen. Die Freude an den Cutscenes verging mir mit der Zeit aber auch ein wenig. Denn während sich das Spiel im Mittelteil etwas gezogen hat, war es zum Ende hin ganz plötzlich vorbei. Ich selbst habe für das Spiel 4,5 Stunden gebraucht, viel zu wenig Zeit für eine Star Wars Kampagne. Im Endscreen wird noch geschrieben, dass das Abenteuer noch nicht vorbei ist, denn es geht online weiter. Hurra, die ganze Story war also eigentlich bloß ein Tutorial, das uns auf den Multiplayer vorbereiten sollte? Naja, das ist nicht unbedingt das, was ich mir unter einem neuen Story-Modus nach dem Online-Only Star Wars Battlefront vorgestellt habe. Noch verrückter wird es übrigens, wenn wir uns anschauen, was mit dem Spiel passiert ist, nachdem der neue Star Wars Film Episode 8 in den Kinos kam. Neben weiteren Charakteren für den Multiplayer wird nun schon ein wenig klar, weshalb das Ende der Kampagne so, naja, spoilerfrei formuliert, seltsam und abrupt war. Denn nun gibt es ein kostenloses DLC, das direkt nach der Story der Kampagne spielt und nahtlos anknüpft. Da frage ich mich ganz ehrlich, wieso nicht gleich so? Wem kann ich Star Wars Battlefront 2 empfehlen?
eigentlich nur Spielern, denen auch der letzte Teil gefallen hat. Wer sich für die Kampagne interessiert, der sollte eher die Finger davon lassen. Die Story ist sehr knapp gehalten und soll gefühlt eigentlich nur auf den Multiplayer vorbereiten. Es hätte so viel mehr sein können, aber leider ist Star Wars Battlefront 2 lediglich eine überarbeitete Version vom ersten Teil. Ich würde mir ja persönlich gern mal wieder ein Star Wars Spiel à la The Force Unleashed wünschen. Soweit von Electronic Arts und den großen Entwicklungsstudios dieser Welt zu zwei lokalen Entwicklern, von denen unsere allerliebste Rauke ein Porträt gemacht hat. Und zwar zum einen Academics aus Magdeburg, ein Kollektiv, was zusammen Indie-Spiele entwickelt, sowie dem Entwickler von Runic Rampage, der momentan quasi in Homebrew-Variante sein eigenes Hack-and-Slash baut. Rauke, take us away. Eine Uni, ein Verein, 155 Mitglieder. 2005 legte der damalige Student Lennart Nacke den Grundstein für Academics, einen Verein für Spieleentwickelnde. Der Verein ist vielseitig zusammengesetzt. SchülerInnen, aktuelle wie ehemalige Studierende und auch ProfessorInnen sind mit an Bord. Dazu kommen enge Kooperationen auch über die Landesgrenzen hinaus, etwa mit der TU Mittelhessen, der Uni Würzburg und der Hochschule Mittweida. Wir fördern Spieleentwicklung und versuchen das zum Teil auch auf so einer wissenschaftlichen Ebene zu sehen. Hauptsächlich machen wir das, indem wir Lehrveranstaltungen geben. Letztlich, dass wir dann für die, die es interessiert, auch ein Sprungbrett bieten Richtung Wirtschaft, wenn man in Spieleindustrie will, dass wir dann Konferenzen besuchen oder da Fahrten hin organisieren. Und es gibt relativ junge wissenschaftliche Gruppen heutzutage, die halt noch an Spielen wirklich forschen. Und von vielen anderen Wissenschaften wird es vielleicht noch nicht unbedingt als Wissenschaft angesehen. Die technische Seite der Spieleentwicklung steht im Vordergrund. Gearbeitet wird mit frei nutzbarer Software aus dem Internet. Die fertigen Spiele sind meistens lokal spielbare Games für mehrere SpielerInnen, wie zum Beispiel Virus X. Eigene Projekte sind dabei eher die Ausnahme. Dazu zählen der regelmäßig verliehene Game Award oder sogenannte Game Jams, wo in sehr kurzer Zeit Spiele zu einem bestimmten Thema entwickelt werden. Also das Thema zeigt ja schon, dass gerade in Spieleentwicklung so Umschwung denken ist. Also auch das Image von Spielen, das gerade dadurch, ja, Spiele nicht mehr als Zeitverschwendung, sondern eher als Kulturgut endlich auch akzeptiert werden. Dann sieht man hier eine bunte Mischung aus Programmierern, Artists, ich glaube ein paar Sounddesigner haben wir ja auch. Dann ist die Hoffnung, dass da dann irgendwas Spielbares zum Schluss bei rauskommt. Es ist halt wirklich schwierig, ein Spiel so fertig zu kriegen. Das braucht auch einfach sehr viel Zeit und sehr viel Planung. Da sitzen selbst in der Industrie die meisten Leute mehrere Jahre dran. Spieleentwicklung scheint vor allem eine Sache von Teamwork zu sein. Aber wie machen das Entwickelnde, die mehr oder weniger auf sich allein gestellt sind? Ich bin Alexander Lepps, bin Spieleentwickler und ich habe nach 5 Jahren Entwicklungszeit mein Spiel Runic Rampage rausgebracht. Runic Rampage ist ein Hack'n'Slash, in dem man den Zwerg Grimbart spielt. Dieser sucht eine magische Rune, die einst das Zwergenreich beschützte. Die gefundenen Fragmente machen ihn stärker und helfen ihm dabei, das Böse zu besiegen. Sein erstes Spiel entwickelte Alexander Lepps mit 7. Ein Top-Down-Shoot'em-up für die Schreibmaschine. 2001 begann er sein Informatikstudium, seit 2009 ist er freiberuflicher Entwickler. 2012 begann die Entwicklung von Runic Rampage. Ich fand schon immer die Prügelspiele aus meiner Kindheit ziemlich cool. Zum Beispiel Golden Axe und Gauntlet. Und ich wollte eigentlich mit meinem Spiel wie so eine Mischung aus diesen Kindheitserinnerungen machen. Die Spielmechanik stand dabei vor der eigentlichen Handlung fest. Diese entstand während der Produktion und sorgte dafür, dass die einzelnen Inhalte zusammenpassen. Neben brachialer Waffengewalt ist auch taktisches Denken gefragt, um die verschiedenen Gegnertypen zu besiegen. Ob Nahkampfeinheit, Fernkämpfer oder Zauberer. Die schnellen und brutalen Kämpfe sind ganz auf den Charakter eines Zwerges zugeschnitten. Ein Jahr lang wurde Alexander Lepps von einem Freund unterstützt. Dann arbeitete er alleine weiter. Der 90-minütige Soundtrack und die Soundeffekte wurden von den Berliner Game-Sound-Designern Syndrome produziert. Aber was genau ist nun eigentlich Alexanders Berufsbezeichnung? Man könnte sagen, ich bin Indie-Entwickler. Das ist aber gleichbedeutend mit arbeitslos. Also. Doch wie einfach ist es, sich als Spieleentwickler zu etablieren? Ja, also es ist auf jeden Fall einfacher geworden, Spiele zu machen, weil es viel bessere
Tools gibt, mit denen man Spiele umsetzen kann. Letztendlich damit tatsächlich dann Geld zu verdienen, würde ich sagen, ist schwerer geworden, weil eben der Markt auch so groß geworden ist. Runic Rampage wurde im Mai 2017 in Eigenregie auf Steam, einer großen Spiele-Download-Plattform, veröffentlicht. Allerdings erscheint es demnächst auch für das Smartphone. Erweckt den Zwerg in einen! Es gibt also auch noch Spiele ohne Mikrotransaktionen da draußen, die man vielleicht auch mal unterstützen könnte. Und wir haben jetzt ein unglaublich spannendes Spiel hier am Start. Ich habe es versprochen am Anfang der Sendung. Wir spielen das Jackbox Party Pack. Und zwar Bomb Corp. Und deswegen habe ich mir auch Freunde geholt aus der Redaktion. Die einzigen, die ich habe, Christoph. Hallo. MacGyver, a.k.a. Janis. Hallo. A.k.a. Ja. Jeremy Renner, a.k.a. der Dude mit der Bombe. A.k.a. Laura. Nein, das ist Laura. Hallo. Hallo. Wir spielen Bomb Corp. Das ist ein Spiel, was laut der Regie das spannendste Spiel zum Angucken dieses Jahres ist. Und wir werden mal gucken, ob wir ein paar Bomben entschärfen können. Alles Ihr werdet klar. sehen, wie es funktioniert. Jeder kriegt Tipps und dann geht's einfach los und wir versuchen, Bomben zu entschärfen. Auf die Plätze fertig los. Okay, Leute. Also ein Herzblut investiert. Jeder kennt dieses Spiel doch. Das ist doch klar. Ich übersetze kurz von dieser Frau. Ihr schafft das baut nie keine mal. Scheiße. Ihr schafft das eh nicht. Okay, ich bin Page One. Wir müssen alle ungeraden Drähte durchschneiden. Also die 1 und die 3 in dem Fall. Ich bin Seite 3. Ich bin Seite 2 und meine Seite sagt, dass das Page 1 is supposed to say even, not odd. Oh, also alle geraden. Ja. Wires. 2 und 4 würde ich demnach denken. Hat noch Seite 3 und Seite 4. Ich kann cutten. Meins sagt die vierte, das vierte nicht schneiden. Okay, also nur die 2. Meins sagt nur alle gelben, aber gibt's eh nicht. Die 2. Yeah. Right on, Team. Professionell gelöst. Nicht explodiert. Ja. Page 1. Do not cut the first wire even if another rule says you should. Okay, Page 2. Cut all even wires if the bomb was made before 2010. Okay, also 2 und 4. Cut all odd wires if the bomb was made after 1983. Nicht so. Also 2 und 4? Ja. Wir haben schon mal gespielt, müssen wir. Wir sind schon sehr gut in dem Spiel. Oh, bei mir steht Page 1, cut all wires. Page 2, do not let intern Christoph cut white wires. Bei mir steht Page 3, do not let intern Bruce Willis cut black wires. Bruce Willis, auf keinen Fall. Page 1, do not let intern Jasper cut green wires. Okay. Also Warte. Schneide ich jetzt einfach alle durch? Du schneidest alle durch, ja. Das, okay. Hauptsache, die Interns machen nichts. Kann einfach sein, muss Praktikanten es aber nicht. Dürfen nichts tun. Page 1, cut all wires that are not the fourth or fifth wire. Also 4 und 5 nicht. Page 2, wir sollen nicht das erste, den ersten Draht schneiden, auch wenn eine andere Regel was anderes sagt. Okay. Und hey. Alle weißen schneiden, die neben einem blauen sind. Also 4. Nur die 4 oder was dann? Ja, meins ist eigentlich egal. Weil wir haben oh, keine roten. Oh nein. Okay, wow. Cut all wires that are not the fourth or fifth wire. Not the fourth or fifth wire. Cut all wires that are not the fourth or fifth wire. Also sind ja, wir jetzt schon. Hä, aber wir haben vier schon. Ja, ja. Also haben wir schon verloren? Also nicht neben der 2. Warte mal, wenn neben der 2. Also die 1 noch wahrscheinlich. Okay, ja, wahrscheinlich die 1 auch nochmal. Wir sind tot. Okay. Toll. Okay, wir spielen noch eine Runde, weil es so Spaß macht. Ich dachte, wir müssten die 1 noch durchschneiden, weil man meistens die 1 schneiden muss. Statistisch den, gesehen. Man muss immer den roten schneiden. Eigentlich immer den roten. War das? Gibt es da nicht wirklich so eine Statistik bei echten Bomben? Dass man immer den gelben schneidet oder sowas? Warum gibt es dann eigentlich und, mehrere? Und Bomben los? Bombenbauer ja. halten sich auch daran. Page 1. Ich bin der Cutter. Wire 3, even if page 3 says that you should. Okay. Also 3 nicht. 3 auf keinen Fall. Page 2. Page 3 is supposed to say even instead of odd. Ja, okay. Meins sagt 2 okay. und 4 schneiden. Ja, also 1 und. Also nur die 1. Also nur nee, meins ist schon mit der Regel. Also meins even. Sagt. Ach so, du hast es schon. Wir sollen alle geraden schneiden. Alle geraden. 2, 4. 2, 4. Sehr schön. Gut. Erste Bombe überlebt. Yay. Yeah. Yeah. Seite 1. Ich muss wieder cutten. Also, wenn es ein schwarzes Kabel gibt, dann soll man das vierte schneiden. Wir machen hier noch krass spannende Musik drunter. So. Meins sagt, hör mal, ja. wenn es einen weißen Draht gibt, sollen wir den dritten schneiden. Also 3 und 4 bis jetzt schneiden.
Was habt ihr so? Was sagt ihr? Ja, there's a red wire present, cut the first one. Also 3 und 4. Schnibbel mal. Mach 3 und 4. Yes. So. Das ist der Spaß meines Lebens. Oh, ich bin Cutter. Ich mach gar Ende des Jahres, seid mal ein bisschen Weihnachten. Ist ein bisschen hier, cut the first wire ist page 1. Cut all wires next to wire 5. Do not cut green wires, even if another rule says you should. Also nur die 1. Okay. Cut die 1. I did it. Ja. Da haben wir ein bisschen Delay. Ein bisschen Delay. Wir haben uns extra unsere Weihnachts-Outfits angezogen. Das natürlich. Ich habe hier die heilige Mutter Maria. Ah, okay. Also, cut all green and white wires. Alle grün und weißen. Cut all wires if they are red. Okay. Also 5. Yeah. Do not cut the fourth of first wires, even if other rules say that you should. Also 2, 3 und 5. Bei mir steht, nur Bruce Willis darf grüne Kabel schneiden. 2, 3 und 5. Immer noch. Nee, also muss ich gar keins schneiden. Ich weiß nicht. Naja, es gibt bisher keinen Grund. Mach was noch? Okay. Oh! Ich hab nicht zugehört, aber ich dachte 2, 3 und 5. Hab ich einmal mitgedacht. Ja, ist richtig. Ich hab gar nicht mitgedacht. Ich hab einfach nur dir zugehört. Okay. If no wires need to be cut, cut the third wire. Otherwise, cut the second wire. Okay. Was? Also, wenn wir keine... Moment mal! Wenn wir keine Wires schneiden sollen, was eigentlich keinen Sinn macht, sollen wir das dritte schneiden? Das ist der Verräter. oder andererseits das zweite. Also, wenn wir welche... Wenn irgendwer... Hier steht, cut the fourth and second wires. Ich finde, wir sollten nur auf meinen zweiten. Das zweite und das vierte, ja. Das zweite und das dritte. Wir müssen auch das dritte schneiden. Do not cut even wires that are not the fourth wire. Bei mir steht, do not cut even wires. Also, ja. Auch wenn das jemand anders sagt. Also nur das dritte. Puh. Oh, Leute. Da bin ich nicht mitbekommen. Ihr seid smart, ey. Ich hab auch nicht vorgelesen. 5 haben wir schon, okay. Cut the second and... Nein, ich bin 1 bis 4. Schneiden, sagt meins. Cut the second and the fifth wire if they are not yellow. Do not cut yellow wires even if another rule says that you should. Was, 2 und 5? 2 und 5 und nicht gelbe schneiden. Okay. Ja. Cut all black wires. Ja, aber nein, das ist blue instead of black. Also alle blauen, aber es gibt keine blauen. Also 2, 4, 5, oder? 4? Warum 4? Nein, das sagt meins, das sagt meins. Meins sagt 4. Scheiße! Wir müssen mehr! 2, 4, komm. Ja. Oh! Also doch. Alter! Alter, 6 Bomben. Sag mal 6! Wir sind viel, zu gut. Ja, Mann, wir sollten mehr reden. Do not cut white wires. Do not cut the fifth wire, even if it contradicts another rule. Wir sollten uns einen coolen Job beim Militär machen. Das erste Kabel da ist weiß. Okay, ja. Was? Das erste ist für dich schneiden, oder? Also 2, 3, 4, 5. Da hat man ja gar keine Zeit mehr. Oder hieß es nicht durchschneiden, das Weiße? Egal. Ach, da wird es erklärt nochmal. Wir sind eh tot. Okay. 3 und 4 hätten wir schneiden müssen. Grandios. Wir haben es genau falsch gemacht. Gut, das war's mit Bombs Away. Nee, Bomb Corp heißt das Spiel. Egal, was alle anderen sagen, das Spiel ist cool, oder? Bombtastisch. Bombtastisch. Absolut bombtastisch. Es geht weiter mit einem Bombenbeitrag von Jannis über schreckliche Entwicklungen in dem letzten Jahr der Videospiele. Quasi 2017. Es gab ja ein paar Skandälchen und du willst mal so herausfinden, welche da die größten waren und ob wir vielleicht trotzdem auch noch Hoffnung haben können für die Zukunft. Es gibt auf jeden Fall Hoffnung, ja. Es gibt Hoffnung. Glücksspiele waren irgendwie schon immer ein Teil von Videospielen. Es liegt ganz einfach an dem Reiz, durch Zufall einen Vorteil in einem Spiel zu erhalten. Sei es durch ein Power-Up, eine Waffe oder einen Ausrüstungsgegenstand. Aber in den letzten Jahren hat sich da einiges verändert. Mittlerweile ist es in immer mehr Spielen möglich, echtes Geld zu investieren und damit sogenanntes Gambling in Videospielen zu betreiben. Lootboxen, Microtransactions, Pay-to-Win? Schlimm genug, dass man die Möglichkeit hat, immer mehr Geld in seine Spiele zu pumpen, aber das auch noch mit Glücksspiel und einem spielerischen Vorteil zu verbinden, ist eigentlich ein echtes Verbrechen. Wir alle haben den großen Aufschrei mitbekommen, der im Zuge des Releases von Star Wars Battlefront 2 kam. Nein, nicht dieses Star Wars Battlefront 2, das war tatsächlich ein großartiges Spiel. Dieses Jahr brachte EA den Nachfolger von Star Wars Battlefront auf den Markt. Nur 2 Jahre nach dem letzten Teil konnte es EA wohl kaum erwarten, eine weitere Gelddruckmaschine unter die Menschen zu bringen. EA-Spiele sind wie eine Mausefalle für Gamer. Ein atemberaubender Trailer mit unglaublichem Sounddesign und grafischen Effekten dient gewissermaßen als der Köder. Der Spieler kann es kaum erwarten, diesen Köder endlich zu probieren.
Er sieht schlichtweg so unglaublich gut aus, dass man einfach nicht widerstehen kann. Doch kaum hat sich der Spieler auf das Spiel eingelassen, schnappt die Falle zu. Es dauert nicht lange, bis der Spieler realisiert, dass er hinters Licht geführt wurde. Star Wars Battlefront 2 bedient sich dem Prinzip der Lootboxen. Dabei kann der Spieler Truhen öffnen, die ihm zufällige Spielinhalte freischalten. Doch um diese Truhen zu öffnen, muss der Spieler zumeist durch das Spielen gesammelte Punkte oder Echtgeld investieren. Die Folge ist, dass Spieler, die viel Geld investieren, bessere Chancen haben und Spielinhalte nutzen können, für die man gewöhnlich sehr viel Spielzeit investieren muss. Star Wars Battlefront 2 hat dieses System auf die furchtbarste Art und Weise integriert. Spieler mussten entweder tausende Stunden spielen, um einen Helden, Fähigkeiten oder Waffen freizuschalten, oder durch das Kaufen und Öffnen von Lootboxen diesen Prozess beschleunigen. Das führt nicht nur zu einer Spaltung der Spielergemeinschaft, sondern implementiert auch noch eine Variante des Glücksspiels, die in dieser Form in Spielen schlichtweg verboten sein sollte. Ich stelle mir dabei immer wieder die Frage, wie Entwickler tatsächlich davon überzeugt sein können, dass so ein Prinzip überhaupt funktioniert. Etwa 2 Wochen nach dem Release hat EA ganze 3 Milliarden US-Dollar an Börsenwert verloren, weil sich die Öffentlichkeit dagegen aufgelehnt hat und viele Spieler ihr Geld zurückverlangt haben. Andrew Wilson, ein CEO von EA, verkaufte vor kurzem sogar seine EA-Aktien im Wert von 1 Milliarde US-Dollar. Nach Jahren voller Spiele, die solche Systeme ebenfalls auf schamlose Weise integriert haben, hat es wohl endlich den Anschein, dass es zu einer Wende kommen könnte. Letztendlich wurden diese Systeme integriert, um die Einnahmen eines Spiels zu maximieren. Das Gambling ist dabei jedoch nur ein kleiner Teil des Übels, das sich in immer mehr Spielen einschleicht. Es wird ein Vollpreisspiel verkauft, mehrere DLCs mit einem Season Pass angeboten und dann gibt es auch noch Microtransactions und Lootboxen, die die Spieler geradezu dazu zwingen, Geld zu investieren, um gegen andere Spieler eine Chance zu haben. Es gibt immer Spieler, die bereit sind, einen Haufen Geld zu investieren, und genau das ist der Grund, warum immer wieder Spiele veröffentlicht werden, die so etwas überhaupt möglich machen. Geld. Für die Entwickler und Publisher ist das ganz einfach die wirtschaftlichste Variante. EA ist aber nicht das einzige schwarze Schaf in der Videospielindustrie. Zusätzlich erwerbbare Inhalte finden sich heutzutage eigentlich in fast jedem Spiel wieder. Es werden häufig nur halbfertige Spiele verkauft, deren DLCs eigentlich Teil des Spiels sein müssten. Und insbesondere Lootboxen haben sich in den letzten Jahren in besonders vielen Spielen eingeschlichen. Es gibt aber auch Spiele, die es richtig machen. League of Legends oder Overwatch haben zum Beispiel zwar Lootboxen, deren Inhalte sind aber lediglich kosmetischer Natur. Und man mag es kaum glauben, aber es gibt tatsächlich auch Spieleentwickler, deren höchste Priorität das Spieleerlebnis und nicht der finanzielle Profit ist. Zahlreiche Independent-Studios zeigen immer wieder, wie festgefahren die populäre Videospielkultur ist. Sie etablieren neue Spielmechaniken, neue Weisen des Geschichtenerzählens oder erfinden ganz neue Artstyles. Diese Studios stecken ihr Herzblut in ihre Spiele. Für sie ist ein Spiel erfolgreich, wenn die Leute es spielen, wenn sie darüber reden und Spaß am Spielen haben. Auch große Entwickler wie zum Beispiel Nintendo, CD Projekt Red oder Blizzard verfolgen immer noch eine ähnliche Philosophie, in der der Spaß am Spielen im Mittelpunkt steht. Dieses Jahr sind viele Spiele erschienen, die darauf tatsächlich großen Wert legen. Und wenn es einen DLC gibt, dann geht er über das vollständige Spiel hinaus. Und er ist nur entstanden, weil den Entwicklern etwas an ihren Spielen liegt, weil sie sie erweitern und ihre Geschichten weiter erzählen möchten. Die Kritik gegenüber Entwicklern, die ihre Spieler schamlos ausnutzen, hat in diesem Jahr gezeigt, dass die Spieler genug haben. EA sollte von heute an als Paradebeispiel dafür stehen, wie Spiele nicht gemacht werden sollten. Ihr finanzieller Einbruch und die weltweit verbreitete negative Meinung sollte als Zeichen dafür stehen, dass Entwickler umdenken müssen. Und auch wir Spieler müssen umdenken. Denn wenn wir nicht aufhören, diese Spiele zu kaufen und immer mehr Geld zu investieren, wird es immer wirtschaftlich bleiben. Wir sollten aufwachen und erkennen, welche großartigen Entwickler sich in der Videospielbranche verbergen. Wir sollten sie fördern und dafür sorgen, dass in Zukunft nur noch großartige Spiele auf den Markt kommen. Und wir können uns alle auch auf ein tolles Jahr 2018 freuen, mit vielen wunderbaren Videospielen. Aber wer soll die alle spielen? Schröpfinger, der coolste Typ hier am K, hat sich mal angeguckt, was 2018 so geht im Konsolenland.
kommen wir vom Vergangenen nun zu dem, was 2018 alles auf uns wartet. Was ihr hier seht, ist nicht die neueste Werbung für den Lieferservice eures Vertrauens, sondern der Reveal-Trailer für Pizza Connection 3. In diesem Spiel ist es euer Ziel, der beste, einflussreichste Pizzabäcker der Welt zu werden. Ihr könnt eure Pizzeria selber bauen, eure Angestellten selber aussuchen und am wichtigsten, ihr könnt eure Pizza so belegen, wie ihr es wollt. Für euren Erfolg könnt ihr euch entweder auf eure eigenen Kreationen verlassen oder ihr fragt beim lieben Mafiosi von nebenan, ob er nicht eurer Konkurrenz mal einen Besuch abstatten möchte, um dort, naja, etwas Unruhe zu stiften. Freut euch ab Mitte März, selber die Schürzen umzubinden und eure Pizza an die Spitze zu bringen. Wem das nicht reicht und er vielleicht ein bisschen mehr Action benötigt, dem lege ich den 5. Teil der Far Cry-Reihe ans Herzen. Es erwartet euch das, Zitat, anpassbarste Far Cry-Spiel aller Zeiten. In dem Spiel wird von euch verlangt, das einst friedliche Hope County im Mountain State Montana von der Weltuntergangssekte Eden's Gate zu befreien. Dabei stehen euch unter anderem ein Pilot, eine Barfrau und ein Pastor oder ein Hund namens Boomer zur Seite. Wer allerdings Angst hat, dass Boomer in dieser turbulenten Welt etwas passieren könnte, der kann beruhigt aufatmen, denn Boomer ist unsterblich. Und er wird immer wieder aus dem Nichts auftauchen, um euch vor Gegnern zu schützen, ihre Waffen zu apportieren und vieles mehr. Wenn Boomer euch überzeugt hat, tragt euch doch den 27. März rot in den Kalender ein, denn dann wird die Far Cry-Reihe fortgesetzt. In A Way Out geht es ebenfalls darum, sich zu befreien. Nicht von einer Sekte, sondern aus einem Staatsgefängnis. Da dieses Vorhaben alleine schwer umsetzbar ist, werdet ihr unweigerlich in einen Koop-Modus gezwungen. Denn dieses Spiel lässt sich ausschließlich zu zweit spielen. Ihr denkt jetzt vielleicht, na toll, jetzt muss ich jemanden davon überzeugen, sich das Spiel ebenfalls zu kaufen. Damit liegt ihr aber falsch. Mit einem Spiel können zwei Spieler die Kampagne bewältigen, ohne den doppelten Preis zu zahlen. Hoffentlich wird EA dieses Versprechen einhalten. Naja, Hayslate hingegen beweist mit diesem Spielprinzip, dass es noch Hoffnung in der Spielebranche gibt und neue Titel nicht ausschließlich aus Remakes oder Fortsetzungen bestehen müssen. A Way Out soll eigentlich im Mai 2018 erscheinen, doch gibt es Gerüchte, dass der Titel erst 2019 an den Start gehen soll. Bisher ist davon allerdings nichts von offizieller Seite bestätigt worden. Kommen wir nun zu The Last Knight. The Last Knight spielt in einer Post-Cyberpunk-Welt, in der ihr ums Überleben kämpft. Es geht darum allerdings nicht um Essen oder Trinken, sondern um den Grund zum Leben. Die Mischung aus 8-Bit-Grafik, 2D und 3D macht Lust auf mehr. Hoffen wir, dass dieses Indie-Spiel 2018 released wird. Und damit verabschiede ich mich aus diesem Beitrag und lasse euch noch ein wenig mit diesem bombastischen Trailer alleine. Das war es auch schon mit dem ersten Jahr Play.exe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet vielleicht auch nächstes Jahr 2018 mal rein. Und wenn ihr Lust habt auf Moderieren, dann setzt euch doch neben mich. Vielleicht seid ihr ein bisschen gesprächiger als Tauli hier. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und sonst wünsche ich euch einen guten Rutsch, gehabt euch wohl und baut keine Scheiße, denn noch könnt ihr was erreichen, wie ein weiser Mann namens Abdi mal sagte.